heutigen Brookhaven Roleplay Video lässt mich meine Mama nicht in der nagelneuen U-Bahn fahren. Seid gespannt, was passiert und vergesst natürlich nicht, den dicken fetten Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Boah, ich bin schon so gespannt, ob sie in der U-Bahn ein bisschen weitergekommen sind. Das wird so cool. Unsere eigene U-Bahn in Brookhaven. Oh, guck mal, Sandy. Das sind Arbeiter. Oh, mit dir, Stift, werde ich noch wahnsinnig. Was machst du denn? Wir sollen Pylonen aufstellen. Hol welche, bevor jemand in die U-Bahn geht und etwas passiert. Ja, Meister, ich gehe ja schon. Oh, hallo. Stören wir vielleicht? Oh, hallo ihr zwei. Nein, ihr stört natürlich nicht, aber mein Auszubildender, er hat vergessen, hier die Absperrung aufzubauen. Ihr dürft noch nicht in die U-Bahn. Oh, ja, das dachte ich mir schon. Aber, wissen Sie vielleicht, ab wann sie fertig ist? Wir wollen unbedingt U-Bahn fahren. Also eigentlich sollte sie in ein paar Tagen... Chef, ich hab die Pylonen gebracht. Ja, dann stell sie auf. Auf was wartest du, bis sich jemand verletzt? Nein, natürlich nicht. Moment, ich mach das sofort. Ist es so gut? Ja, so ist es gut. Okay, wo waren wir nochmal? Ach so, ja, in circa 3 Tagen müsste die U-Bahn endlich befahrbar sein. Aber wir werden definitiv noch ein Schild aufstellen, dass ihr genau wisst, wann die U-Bahn das erste Mal fährt. Wow, das ist ja cool. Hast du das gehört, Kilian? In 3 Tagen. Das ist mega cool. Das heißt, nächsten Montag können wir bereits mit der U-Bahn in die Schule fahren? Wow, richtig nice. Aber komm, lass uns fahren und unsere Räder wegräumen. Wollen wir zusammen Hausaufgaben machen? Ja, okay. Eine Stunde später. Okay, Mathe haben wir auch abgeschlossen. Müssen wir noch irgendwas machen? Ja, wir müssten Englischvokabeln noch lernen. Okay, soll ich dich abfragen oder willst du selber lernen? Nee, ich glaube, Vokabeln lerne ich selber. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, in Englisch bist du ja eh gut. Hi, Schatz. Oh, hi, Kilian. Macht ihr gerade Hausaufgaben? Au, hi, Mama. Hallo, Sandys Mom. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut, Kilian. Danke der Nachfrage. Mama, stell dir vor, die U-Bahn ist bald fertig. Die U-Bahn ist fertig. Wir können wahrscheinlich schon am Montag mit der U-Bahn in die Schule fahren. Stell dir das vor. Die Lehrer haben uns heute erzählt, dass eine U-Bahn-Station direkt vor der Schule ist. Ist das nicht mega cool? Naja, ich weiß nicht, ob das so cool ist mit der U-Bahn. Du fährst auf jeden Fall nicht mit der U-Bahn. Am besten fährst du weiter mit dem Rad. Mama! Deine Mutter mag keine U-Bahn? Wusste ich gar nicht. Ja, ich auch nicht. Oh, wo lege ich denn das iPad hin? Mama, bitte. Wieso darf ich denn nicht U-Bahn fahren? Kilian darf bestimmt auch. Sandy, warum steht das überhaupt zur Debatte? Ich möchte nicht, dass du U-Bahn fährst. Das ist viel zu gefährlich. Da sind wahrscheinlich lauter ganz zwiespaltige Menschen. Und zum Schluss wirst du vor die U-Bahn geschmissen. Ich habe erst den Artikel gesehen, dass jemand vor die U-Bahn geschmissen wurde. Also geschubst. Weißt du, du fährst ganz bestimmt nicht U-Bahn. Und jetzt möchte ich davon nichts mehr hören. Hä? Das darf doch nicht wahr sein. Sandy, nachdem hier mega dicke Luft ist, gehe ich lieber, okay? Ruf ich später an. Bis dann. Ein paar Sekunden später. Der hat gut reden. Der kann einfach gehen. Und am Montag U-Bahn fahren. Mama! Sandy, ich habe dir gerade eben gesagt, dass du nicht U-Bahn fährst. Und wenn du jetzt weiter nervst, dann hast du Hausarrest. Ja, toll! Ja, genau, toll. Und jetzt geh auf dein Zimmer. Boah, das kann doch echt nicht ihr Ernst sein. Mann, ich bin so genervt. 20 Minuten später. Ja, genau. Und dann hat sie gesagt, geh auf dein Zimmer. Und deswegen darf ich jetzt nicht U-Bahn fahren. Sorry, Sandy, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Warum darfst du nicht U-Bahn fahren? Ja, das weiß ich auch nicht. Weil mich jemand vor die U-Bahn werfen könnte. Und ich könnte dran sterben oder so. Dich könnte auch jemand vor ein Auto schmeißen und dann wärst du auch tot. Ja, das sag ich doch eben. Oh, ich weiß nicht, was sie für Probleme hat mit der U-Bahn. Sie ist auf jeden Fall mega aggro. Ich habe U-Bahn gesagt und dann ist sie richtig explodiert. Kilian hat Reis ausgenommen. Puff, weg war er. Kilian hat Reis ausgenommen? Er mag doch deine Mama. Ich sag dir doch, sie ist wahnsinnig. Und ich weiß nicht, wie ich sie irgendwie überreden kann, dass ich am Montag U-Bahn fahren kann. Ja, das kann ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber die haben gesagt, in 3 Tagen oder so, oder? Heute ist Donnerstag. Dann meinen die bestimmt, dass es Montag irgendwie freigeschalten wird. Ja, das meinten wir auch. Also Kilian und ich meinten das auch.
Okay, das heißt, wir haben jetzt noch das ganze Wochenende Zeit, deine Mutter zu überreden, dass du U-Bahn fahren darfst. Ja, stimmt. Hast du einen Plan? Nee. Wie meinst du das, nee? Oh, ist nicht dein Ernst, Mila. Chill, ich lass mir was einfallen. Am nächsten Tag. Und du meinst, es funktioniert wirklich, Mila? Bist du dir sicher? Klar, 100 pro. Wieso auch nicht? Ja, weil wir von meiner Mama reden. Und meine Mama ist manchmal echt komisch. Also verstehe mich nicht falsch, sie ist mega cool und sie guckt mit mir alles, was ich möchte und im Allgemeinen. Aber bei solchen Sachen ist sie echt mega, mega stur. Glaub mir, mein Plan funktioniert. Okay, dann wollen wir runtergehen und sie fragen? Anders werden wir nicht rausfinden, ob sie mitmacht. Komm. Mama, stören wir gerade? Nein, ihr stört gerade nicht. Was ist denn los? Also, Sandys Mom, folgendermaßen. Bitte regen Sie sich nicht auf, okay? Aber wir wollten Sie etwas fragen. Genau, Mama. Wir möchten dich was fragen. Sandy, es geht jetzt nicht schon wieder über die U-Bahn, oder? Mama, doch, aber... Aber Mama von Sandy, hören Sie mir bitte zu. Bitte, bitte nicht schreien, okay? Draußen, vor Ihrem Haus, arbeitet ein Arbeiter. Und ich bin mir sicher, der kann Ihnen alle Fragen beantworten. Können wir bitte einfach nur kurz mit ihm sprechen? Und vielleicht fühlen Sie sich dann sicherer, dass die Sandy mit uns gemeinsam U-Bahn fährt. Da habt ihr euch ja wirklich viele Gedanken gemacht. Okay, dann lasst uns rausgehen und mit dem Arbeiter sprechen. Yay, Mama, du bist die Beste, du bist die Beste. 1:37 später. Oh, hallo, entschuldigen Sie, ich habe Sie gar nicht gesehen. Wir wollten Sie nicht stören. Entschuldigen Sie, Sie sind beschäftigt, oder? Oh, kein Problem. Wie kann ich Ihnen helfen? es ist nur so, meine Tochter, sie will unbedingt mit der U-Bahn zur Schule fahren. Und ich habe irgendwie Angst, dass ihr was passiert. Ist die U-Bahn sicher? Also wirklich sicher? Haben Sie Kameras und Polizei und was auch alles dazugehört? Also, ich kann Ihnen wirklich versichern, dass die U-Bahn sicher ist. Wir haben überall alles videoüberwacht und natürlich arbeiten sehr viele in der U-Bahn-Station. Und vor allen Dingen, wenn Ihre Tochter nur in die Schule fahren soll, ist es sehr sicher. Wir haben extrem viele Leute, die die U-Bahn benutzen werden ab nächsten Montag. Und da müssen Sie sich wirklich keine Sorgen machen. Aber... wenn Sie sich so viele Sorgen machen, dann wäre es am besten, wenn Ihre Tochter gemeinsam mit Freunden fährt. Wir können gerne jederzeit zusammenfahren. Kilian, hi! Wirklich? Natürlich. Wir können jederzeit zusammenfahren. Und falls ich mal eine Stunde später habe, können wir ja trotzdem gemeinsam fahren. Ist wirklich alles kein Problem aber von Sandy. Und zu zweit ist auch das Risiko geringer, dass irgendwas passiert. Ja, das hört sich wirklich echt gut an, Kilian. Vielen Dank. Mama, heißt das, dass ich wirklich fahren darf? Heißt es, dass ich am Montag U-Bahn fahren darf? Bitte! Ach, und wissen Sie, falls Sie nicht gerne U-Bahn fahren, können wir ja gerne mal zusammenfahren. Und dann zeige ich Ihnen alles. Das würden Sie für mich tun? Das ist aber sehr nett. Sicher, das ist sehr nett. Natürlich. Na gut, ihr habt mich überredet. Sandy, du kannst am Montag mit deinen Freunden gemeinsam U-Bahn fahren. Yes! 3 Tage später. Oh, bin ich müde. Aber egal, heute kann ich endlich U-Bahn fahren. Ich freue mich schon so. Ah, Kilian ist einfach so ein toller Freund. Wo ist meine Zahnbürste? Hier ist sie. So, Zähne geputzt. Jetzt muss ich mich noch kurz anziehen. 1:37 später. Oh, das ist schon Kilian. Wo ist meine Schultasche? Ich komm schon. Moment, ich bin fertig. Oh, Mama, du bist noch da. Hey, mein Schatz. Ja, ich konnte nicht in die Arbeit fahren, bevor ich nicht nochmal gesagt habe, bitte pass auf dich auf, okay? Geh ja nicht zu nah ran, dass dich jemand runterschubsen kann, okay? Pass auf deine Sachen auf und sei einfach vorsichtig, okay? Bin ich, Mama. Guten Morgen, Kilian. Guten Morgen, Sandy. Bist du bereit, erstes Mal U-Bahn zu fahren? Ja, total. Lass uns los. Cool, lass uns gleich runtergehen. Wow. Das sieht mega cool aus. Wow, unsere erste U-Bahn in Brookhaven. Richtig cool. Ist das schon die richtige U-Bahn?
Wir haben noch 2 Minuten, oder? Ja, hier fahren ja mehrere. Nicht nur diese. Lass uns warten auf die nächste. 1 Minute 37 Sekunden später. Oh, hier ist sie. Komm, lass uns reingehen. Ein paar Sekunden später. Und, hast du dir U-Bahn fahren so vorgestellt? Ich weiß nicht. Ich glaube schon, hier ist es ziemlich cool. Jetzt müsste doch eigentlich gleich Mila zusteigen, oder? Ja, in der nächsten Station. Ein paar Sekunden später. Hi! Hi! Ich bin da, ich bin da. Es ist so cool hier, oder? Hey Mila, ja, es ist mega cool. Ich bin immer noch richtig aufgeregt. Ah, dass meine Mama mich U-Bahn fahren hat lassen, ist einfach das Coolste ever. Ja, oder? Richtig toll. Jetzt können wir jeden Tag gemeinsam U-Bahn fahren, in die Schule und zurück. Ich glaube, die nächste Station ist schon die Schule. Oh, wir sind da. Boah, das hat aber echt nicht lang gedauert, oder? Nee, das war echt mega krass schnell. Das nächste Mal können wir irgendwie gefühlt 3 U-Bahnen später nehmen. Das stimmt. Aber lass uns einfach mal los, oder? Dann können wir, keine Ahnung, noch einen Kaffee trinken in der Cafeteria, bevor die Schule losgeht. Okay, gute Idee. Dann war's jetzt aber mit diesem Roleplay in Brookhaven von heute. Falls euch gefallen hat, lasst uns hier gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!